Wir sind heute zum Warnstreik hier, weil wir hier eine klare Forderung haben, die wir durchsetzen wollen. Deswegen haben wir uns hier versammelt. Und mit wir, das hoffen wir natürlich, dass es auch den Angestelltenbereich diesmal ordentlich trifft, dass die ihren Arsch in Anführungszeichen hier rausbewegen und uns hier unterstützen. Wir fordern im Moment auf Basis oder auf Seiten des Gehalts 5,5% mehr. Die Preise steigen, die Lebenshaltungskosten an allen Ecken und Enden werden immer höher und wir müssen ja unser Auskommen haben. Wir können ja nicht mit nichts auskommen. Wir müssen ja essen, trinken, wohnen und zur Arbeit fahren. Natürlich geht es ums eigene Portemonnaie, auch in erster Linie. Wenn wir aber über das eigene sprechen, sprechen wir ja auch, wenn wir mal über Nordrhein-Westfalen hinausgucken, wenn wir mal über Deutschland hinausgucken und Europa sehen, sehen wir, dass wir gegenseitig voneinander abhängig sind. Das heißt, wenn wir hier alle mehr Geld im Portemonnaie haben, hilft das A auch dem Einzelnen, B auch unseren Nachbarn, B oder C Europa. Ich denke, jeder kann seinen Teil dazu beisteuern, indem man Zeichen setzt und einfach nur mit Anwesenheit glänzen müsste. Dass das in der heutigen Zeit und wo auch jetzt die tatsächliche Krise ausgeblieben ist, schwierig ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber die IG Metall auch in der Vergangenheit hat immer durch Masse geglänzt, hat durch Masse und durch Volumen Abschlüsse, vernünftige Abschlüsse, die aus der Historie kommen, auch hinbekommen. Und so kann die Zukunft auch nur aussehen. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen jeden Einzelnen, auch wenn der Spruch abgedroschen scheint, aber nur zusammen sind wir stark an der Stelle.